Hallo, willkommen zurück zum Let's Play Subnautica Folge 4. So, wir hatten in der letzten Folge uns ein wenig erkundenderweise in die Höhlen gewagt und am Ende konnte man dann den strahlenden Schutzanzug dann endlich herausfinden. Es sind auch noch eine ganze Menge neuer Daten jetzt hier in der Datenbank gelandet. So, und ja, tatsächlich das Fasergewebe kann man jetzt machen. Also neue Technologie, neu alles. Was mir jetzt in den Sinn gekommen ist oder was ich für diese Folge mal schauen möchte, ist, wie man denn am besten eine Basis baut oder generell irgendwie Basis baut oder dergleichen. Ich glaube, alle möglichen Werkzeuge haben wir auch noch nicht. Das Messer, sehr wichtig. Taschenlampe, Reparaturwerkzeug, Scanner. Da fehlt noch einiges. Warte mal. Welche Werkzeuge fehlen uns da jetzt noch? Lebensform Zuchtbehälter, stellt sich mir auch irgendwie die Frage, wie viel man davon braucht bzw. baut. Den Seegleiter will ich eigentlich haben. Uns fehlt aber noch das Pfadfinderwerkzeug eigentlich und das Konstruktionswerkzeug. So, und für das Konstruktionswerkzeug benötigt es direkt Computerchips, Kabelsätze und Batterien. Und für das Pfadfinderwerkzeug Schlingpflanzenbüschel. Okay, die hatten wir, glaube ich, schon in der ersten oder zweiten Folge hatten wir das irgendwann gemacht. Kupferdraht und Titan. Okay, der Titan aber ohne Ende. Aber ohne Ende. Und Kupferdraht, ich meine, wir müssten ja eigentlich Kupfer am Start haben, oder? Da ist er nämlich. So, Kupferdraht, Computerchip, Mehrzweck-CPU, Gold, auch Kupferdraht und Tischkorallenprobe. Das heißt, die muss ich dann pflücken gehen. Schnitzen gehen, glaube ich, ne? Auch durchhauen wieder oder dergleichen. Wo kriege man diese Tischkorallen nochmal her? Die haben wir doch letzte Folge, hatten wir die doch angeschnitzt, ne? Die hängen doch überall, hängen die doch ab, glaube ich, ne? Oder wie, was hängen die direkt hier vorne? Ja, das sind die direkt. Kann ich die... Schnitz, Schnitz. Okay. Wie groß sind die? Wie groß sind die? Die sind nicht so groß. Das ist super. So, okay, dann wären das Tischkorallen hervorragend. Kupfer wäre das noch und genau diese Schlingpflanzen-Dinge, die braucht man ja auch noch. Das heißt, zwei von diesen hellen. Passt das ins Inventar? Ja. Zwei von diesen hellen Schlingpflanzen-Dingern? Schlingpflanzen-Dinger. So. Ja, der Krokofin da hinten, der ist direkt wieder ambitioniert dabei. Aber der darf sich auch gerne mal ein Stück. Warte mal, Mikrofon. So, aber der darf sich auch gerne mal ein Stück vom Acker machen, der Krokofin. Hätte ich gar kein Problem mit. Was ist das hier? Fuck mit einer mobilen Fahrzeugstation. Hallo. Hallo. Ja, wer bist du denn? Die. Meins, 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 meins. So. Vier Stück. Zwei Stück will ich davon. Ja. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Aha. Further study recommended. Schau mal gleich mal, was die uns gesagt hat. Da ist noch so ein Ding. Ey. Der Kokofin, der macht hier wieder Stress. Das ist noch ein Fragment einer mobilen Fahrzeugstation. Ich bin ja begeistert. Ich bin ja absolut begeistert. Liegt hier noch mehr rum? Liegt hier noch mehr rum? Metallschrott, ja. Kann man gerade nicht aufsammeln, weil Inventar voll. Aber gibt es hier noch mehr zum Scannen? Hallo, hallo. Da liegen noch irgendwelche Krümels im Wasser. Aber die Krokofinen, die wollen hier irgendein, die holen sich irgendein, die holen sich das Metall ab. Die spielen nur mit dem Metall rum, guck mal.
Die freuen sich richtig über das Metall. Guck mal, wie lustig die sich tummeln. Ist ja süß. Wenn du mir zu nahe kommst, mach ich alle. Aber ist ja süß. So. Da ist noch eine Höhle. Höhle ist immer eine super Sache, um da reinzugehen. Ne, Quarz will ich gerade nicht. Ich will nur so einen Pestballen. Ein Pestballenfisch. Och, leck mich doch am Blumenjarten. Du willst mir nicht erzählen. Ich hatte doch 100 live. Du bist gestorben, hat Gegenstände verloren. Toll. Es ist nicht zu fassen. Ja, es ist nicht zu fassen. Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. Ja, gut, dann machen wir das eben nochmal. Also diese Sprengdinger, gibt es irgendwie Rüstung für Unterwasser, dass man die ein wenig besser abkann oder so, weil die sind echt nervtötend irgendwie. Wenn man nur... Du, oder eine Knarre. Oder ich will eine Knarre. Eins von beiden. Also irgendwas, um sich gegen die zu wehren, weil das geht mir langsam ein Stück auf den Zwirn von denen. Weil die eiern ja auch genauso um dich herum, hat man ja gesehen. Dass du die auf gar keinen Fall mit einem Messer erwischst. Manchmal geht's und manchmal eiern die so um dich rum, dass es gar nicht geht. So, ich will erstmal mehr. So. Nee, warte mal. Das ist alles blöd. Was habe ich denn jetzt gemacht? Moment. So. Flop, genau. Vorrat ansehen und da packst du mir jetzt mal da rein. So, und jetzt gehen wir dann nochmal hin. Wir brauchen nochmal dieses Schlingpflanzengedöns. Es ist ja nicht zu fassen. Da ist wieder so ein Teil, ne? Da ist schon wieder einer, das gibt's gar nicht. Die sind ja maximalst lästig sind die. Habe ich das bereits gesagt, dass die maximalst lästig sind? Die sind übrigens maximalst lästig. So, aber da hinten sind sie über. Warte mal, der Krokofin, die Krokofine, die spielen da rum. Kann ich ihn hier? Pflück, 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 pflück. Genau. So. Dann schnappen wir uns jetzt mal direkt. 30 Sekunden. Ja, ja, ja. Mach dich bloß weg, ich hab dich genau gesehen. Wo ist er jetzt? Ich sehe euch genau, meine Freunde. Ich sehe euch genau. Jetzt, wo ich weiß, wie man mit denen umzugehen hat, jetzt habe ich auch nicht mehr so viel Schiss vor denen. So. Aber ist halt krass, stell mal vor, du spielst das Spiel im Hardcore-Modus und schwimmst aus Versehen in so einen Sprengfisch rein. Kannst du direkt schon wieder dicht machen. Gekochter Glubscher, komm, wir kochen uns mal so ein. Weil er so lecker ist. Mm. Mampf, Mampf. So. Zwei von diesen. Okay, die Schlingpflanzenbüschel haben wir. Was wollte ich jetzt noch? Wir wollten noch Kupferdraht und Titan. Kupferdraht. Da brauchen wir erstmal Kupfer für den Kupferdraht, ne? Wäre so eine Idee. Warte mal, warum unseren. Unser Lager. Das Camp. Weil mehr als irgendwie so ein kleines Camp ist es ja gerade nicht. Außer, dass wir hier so ein Dings haben. So, Kupfer. Kupfer, ich glaube. Ich brauche da sowieso mehr Kupfer, ne? Wesentlich mehr Kupfer. Genau. Gib mir mal das. Warte mal. Wir trinken das erstmal. So. Muss ja sowieso was trinken. Dann nehmen wir mal das Titan mit. So, alles klar. Dann müsste das soweit genügend sein. Wenn ich das jetzt nicht komplett verkackt habe, müsste das eigentlich gehen. So. Machen wir uns erstmal den Kupferdraht. Der ist da. So. Und dann kann man jetzt Ausrüstung dieses. Was ist das für ein Teil? Pfadfinderwerkzeug. Okay. So.
Setz holographische Pfadfinderscheiben aus, wird verwendet, um einen Weg aus Höhlen zu markieren oder aus Bereichen, in denen die Orientierung schwerfällt. Höchstens 20 Scheiben pro Pfad. Schön. Sehr schön. Wir haben immer noch ein bisschen Hunger. Okay, dann gönn dir einmal Fisch Spezial. Die Kupferdraht, genau. So, was sollte ich jetzt noch? Also, für dieses Konstruktionswerkzeug eine Batterie, ein Computerchip und ein Kabelsatz. Kabelsatz braucht 2 Silber. Der Computerchip braucht 2 Koralle, 1 Gold. 2 Koralle, 1 Gold, 2 Silber. Okay. 2 Koralle, 1 Gold, 2 Silber. Mal schauen, ob wir das jetzt haben. Wir haben ja schon ein bisschen was haben wir schon gesammelt. 2 Koralle, 1 Gold, 2 Silber. Ich jetzt 2 Korallen. Ach nee, wir sind ja gerade gestorben. Toll. Aber ich habe gehört, hier gibt es noch mehr Korallen, ne? Irgendwo. Hallo, hallo. Schnapp, schnapp, so. Dann wäre es das ja. Blöde kleine Sprengbimmel. Der ärgert mich jetzt. Der ärgert mich jetzt langsam, der blöde kleine Sprengbimmelfisch. Wenn es irgendwie eine Knarre im Spiel gibt, ne? Ich schwöre euch. Die beißen jedes Mal ins Gras. Erweiterter Kabelsatz und Kabelsatz. So, was ist erweiterter Kabelsatz? Kabelsatz mit CPU für fortgeschrittene Konstruktionen. Aber ich brauche irgendwie den normalen Kabelsatz, genau, den haben wir jetzt. Und eine Batterie, aber brauche ich nochmal für die Batterie. Kupferherz und 2x Säurepilz. Okay. 2x Säurepilz, 1x Kupfererz. Zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Säurepilz. So, schwupp. Juhu! Und das wäre dann das Konstruktion. Dann hätte man endlich mal alle, ja. Oder nee, fast alle. Den Auftriebskörper. Was ist das für ein Ding? The Builder 2 is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Der Bauhammer, genau. Die offizielle. So, was wurde mir jetzt hier noch gegeben? Hier wurde mir irgendwas Neues gegeben. Pfadfinderzeichen, Werkzeug brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Signalboje, mobile Fahrzeugstation, 2 von 3. Das ist aber sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. So. Das heißt. Was brauche ich jetzt noch? Genau. Das Leben auf diesem Planeten gedeiht in ausgeprägten, vielfältigen ökonomischen Binomen. Weitere Untersuchungen wird empfohlen. Boah, wir untersuchen das schon irgendwie. Gut, kann man ja schon. Schmierstoff ist beim Bau von Fahrzeugen und Kraftwerken unerlässlich, okay. Das heißt, offenbar gibt es viele Fahrzeuge und Kraftwerke hier. Ich bin gespannt. Eins davon kenne ich ja schon, aber da gibt es wohl irgendwie noch mehr. Das Konstruktionswerkzeug wurde zum Bau von Basen entwickelt, die extreme Umweltbedingungen aushalten können. Das will ich jetzt gerade mal. Nee, oder? Genau, so auf Rechtsklick, genau, und dann sonstiges, was haben wir da? Labortisch und kann ich jetzt. Okay. Innenmodule. Außenelemente, Basenelemente. Jetzt kann ich damit Basen bauen. Direkt. Ja. Oh ja. Genau das ist es doch, was der Arzt verschrieben hat. Wir müssen erstmal diese Schlingpflanzenzeug hier ein bisschen loswerden, glaube ich, ne? Oder? Habe ich noch irgendwo? Warte mal. Ja, habe ich noch. Oder? Warte mal. Ist hier noch Titan drin? Titan? Titan? Die Spindname bearbeiten. Titan? Da ist Titan drin. Genau, das kannst du mir alles so mitnehmen. Hervorragend. Titan, Titan? Ist da noch irgendwo Titan drin? Hier ist sonst kein Titan mehr drin, ne? Ne.
Okay, ist egal. Ich will noch eine... Ich will auf jeden Fall noch eine Dose hier. Eine Schwimmdose haben. Noch eine Schwimmdose. Hervorragend. Dann kann man dann den restlichen Scheiß auch reinpacken. So, 1, 2, 3, die Tischkrallen. Auch weg alle. So, hervorragend. Dann glaube ich mal, was würde denn als nächstes anstehen? Ich glaube, der Seegleiter wäre mal ganz gut, ne? Dass man vielleicht mal sowas wie ein Fahrzeug hat, wenn das geht. Batterie, Schmierstoff, Kupferdraht, Titan. Also Kupfer wäre noch eine weitere Option. Und Gravitationsfalle, die möchte ich eigentlich auch. Die Gravitationsfalle möchte ich eigentlich auch mal haben. So. Schnapp, schnapp, schnapp. Du bist lecker. Komm mal her. Komm mal her. Dankeschön. So, seid ihr da unten auch lecker? Hallo? Du bist auch lecker, ne? So. Wo war das? Guck mal, das hier ist dieser Jar Jar Binks Fisch. Ne? Oh Gott. Wenn der Glubscher einen einmal gesehen hat, dann brauchst du eigentlich gar nicht versuchen, dem zu folgen. Weil er wird dich auf jeden Fall abhängen dabei. So, ich pack mich mal hier drüber. Er müsste ja jetzt gleich anfangen zu kotzen, die Koralle jetzt, ne? Oder? Ja, tatsächlich. So. Junge, mach dich weg. Furz mich nicht voll. Geh mal ein bisschen was höher. Nachher furzen die mich voll. So. Aber ich will ja nur ein kleines bisschen hier rumgucken. Ich schwimme jetzt, glaube ich, gerade aus dem Riff raus, ne? Kann das sein? Ja, was ist hier unten? Das ist Quarz, okay. Hallo, hallo, da ist noch so eine Röhrenkoralle. Die werden wir uns gleich zu Gemüte führen. Oh, okay. 30 Seconds. Ja, 30 Seconds. Baupläne, Scannerraum. Hallo, liebe Liebenden. Warte mal, und ich mal gerade eben zu diesem... Die Blase kriege ich nicht mehr, okay. So, kannst du bitte einmal kotzen? Gut. Wir werden wieder aufgeladen. Was habe ich jetzt gerade? Stielauge, Stielauge, ding, 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 ding. So. Das sind einfach nur diese blöden Fische, die man hier so lootet. Was ist das jetzt hier? Basisstation Scannerraum. Dieses fortschrittgeschrittene Basismodul kann einen kleinen Außenposten in eine naturwissenschaftliche Einrichtung und Forschungsstation verwandeln. Ein 3D-Display in der Mitte des Raumes speichert örtliche topografische Daten. Topologistische Daten. Okay, das System kann bestimmte Materialien suchen und lokalisieren. Ferngesteuerte Drohnen scannen die Umgebung mit einer Reichweite von 500 Metern. Ein wandmontierter Monitor zur Übertragung der Kartensignale ermöglicht interaktive Steuerung der Suchdrohnen. Erweiterungskonsole kann verwendet werden, um Funktionen zu erweitern. Also scheint ein wichtiges Gebäude zu sein, wodurch man vielleicht so eine Art Minikarte kriegt. Wie ich das... Schätze, so. Meins. Was ist das für ein komisches Gefledder? Ach, warte mal, er ist das. Was bist du für ein Ding? Ja,
Der sieht ein bisschen gruselig aus. Also der besonders freundlich sieht der nicht aus. Junge? And connects to a number of small cave networks. 30 seconds. Einheimische Lebensform Santa. Ja, ja, ja. 30 seconds. Gott, oh Gott, oh Gott. Also diese ganzen Räuberdinger hier, die sind echt nicht so ganz leicht zu handhaben. So. Packen wir uns nochmal hier unter diesem Ding. Weil... ich möchte nicht sofort immer abtauchen und dergleichen, weil ich möchte ja... ich möchte ja schauen, was hier unten drunter so ist und alles erkunden, was so ist. So, genau. Einmal noch warten. Genau so sieht es aus. Hervorragend. Alter, was sind das für Dinger? Ich glaube, soll ich mich von diesen Dingern fernhalten oder nicht? Guck mal, was ist das denn da unten für eine komische Leuchtkacke da? Was bist du denn für einer? Ey, sag mal! Kann ich dich schnitzen? Jetzt ist aber mal so richtig Schluss mit lustig hier. Aber ich krieg das Ding nicht platt. Oh, oh, der schnitzt mich weg, das blöde Sauteil. Warte mal, Sauerstoff. Warte mal, Medikit. So, Medikit ist drauf. Was war das denn jetzt gerade für ein komisches Ding? Okay. Ihr werdet mich entschuldigen, wenn ich ein bisschen rumfehle, aber ich kenne diese ganzen Teile noch nicht. Tigerpflanzensamen. Richtig angefasst wird ein reifes Exemplar dieser Pflanze gut gedeihen. Ich weiß aber nicht, ob ich da Bock drauf habe, diese Pflanze anzupflanzen. Oder kann man damit irgendwelche Todeszonen erfinden, wo man dann... wo man dann Bereiche mit schafft, um Viecher fernzuhalten. Geht sowas? Geht sowas vielleicht? Hm. Da hinten ist erstmal noch ein Krokofin irgendwo. Da ist auch noch ein Krokofin. Hier sind viele Krokofine irgendwie. Wie viel Inventar haben wir noch? Genug. Okay, was bist du? Salzablagerung bist du. Hab ich schon Salz gefunden? Quarz. Das sieht aber sehr ähnlich aus zu Quarz. Okay. Deal, Deal. Lass ich mit mir machen. Was ist das da unten? Sehe ich da unten? Oh, 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 ein Debrisfeld. Local scans show a nearby cave entrance. Depth 90 meters. Leading to an unknown environmental biome. Aha. Oh. 30 seconds. Stellt sich die Preisfrage, will ich hier unten längere Zeit bleiben? Warte mal, 30 seconds ist mir ein bisschen zu gefährlich gerade. Sehe ich hier irgendwo so eine Koralle? So eine Atemkoralle oder so? Lass uns gerade mal schauen. Wenn das jetzt keine Atemkoralle hier gibt... gibt es keine Atemkoralle, ne? Das heißt, wir müssen da mit vollen Flaschen runter. Lass mich gerade mal an die Oberfläche. Boah, dauert das lang, bis man an der Oberfläche ist. Leute, dauert das lang. Das geht überhaupt nicht klar. Das wird furchtbar, hier runter zu gehen. Da brauche ich ja drei Tauchflaschen für. 345 Meter in Richtung... parallel zu Aurora. Okay. Um das mal irgendwie so ein bisschen einordnen zu können, weil ich weiß überhaupt nicht, wo man sich jetzt hier orientiert. Ich will da eigentlich sofort runter. Das ist mein Problem gerade. Wisst ihr, was ich meine?
passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Was? Was habe ich denn jetzt gerade gesagt? Ich scanne erstmal alles und guck mir da nichts von an, ne? So. Die Pilze, die kenne ich. Was ist das für ein Ding? Nix. 30 seconds. Gott, boah, also die Oxygen Efficiency, das ist ja nicht mehr normal. Da braucht man ja so 8 Sauerstoffflaschen, um hier unten zu bleiben. Das geht ja überhaupt nicht. Okay, erstmal nach oben wieder. Freunde, das geht ja überhaupt nicht. Du machst du irgendwas mit mir? Kann ich dich Riffrücken? Riffrücken kann auch entzücken. Okay. Hervorragend. So, das und das. Frage ist, soll ich die Tigerpflanzen sammeln? Soll ich die mitnehmen? Haben die irgendeinen Sinn, diese Tigerpflanzen? Jetzt bin ich natürlich so schlau gewesen, hab die wahrscheinlich nicht gescannt, ne? Öffentliches Scan zeigen, einen Höhleneingang in der Nähe 90 Meter, der zu einem unbekannten Umweltbinom führt. Okay. Kurzstreckenzeichen zeigen, dass diese Binom eine umfangreiche Artenvielfalt beherbergt in Verbindung zu einigen kleineren Höhlensystemen hat. Okay. Das heißt, wir wollen da auf jeden Fall rein, heißt es dann durch die Blume, ja? Dass ich da auf jeden Fall rein will. Okay. Seemotte, was ist das? Ach, das ist dieses allererste Fahrzeug, glaube ich, was da hat. Die Seemotte ist ein Ein-Personen-Tauchboot mit einer unabhängigen, austauschbaren Energiezelle. Im hinteren Schacht vollständig anpassbar. Energieeffiziente Multidirektionalysen ermöglichen gleich gute Einsätze, sowohl im Meeres- als auch in Weltraumumgebungen. Die meisten Langstreckenschiffe haben mindestens 2 Fahrzeuge dieser Baureihe an Bord, um die Erkundung und Erschließen von kleineren Himmelskörpern zu ermöglichen. Sie können aber auch in dem normalen mobilen Fahrzeugstation hergestellt werden. 13 Meter pro Sekunde, oh, das ist ja ganz schön schnell, ne? Beschleunigung 5 Meter pro Sekunde Quadrat. Reichweite pro Energiezelle 10 Kilometer. Also dafür, dass ich immer nur 500 Meter von links nach schräg fahre, ist das auch ziemlich weit. Zerstörungstauchtiefe 200 Meter unter Meeresspiegel. Das heißt, wir können hier mit dem Ding erstmal genug fahren. Erweiterungsmodul, Schächte, Ausmaße, eine Person. Seemotten können durch den Einbau von Erweiterungsmodulen, deren Fach sich auf dem Backbordflügel befindet, modifiziert werden. Diese beinhalten vergrößerter Frachtraum, erhöhte Energieeffizienz, Druck aus der erweiterten Sonar, Verteidigungsmöglichkeiten. Ich bin interessiert. So, sie kommt überall hin, außer an Land. Super. Genau das ist, was wir wollen. Aber stellt sich jetzt die Preisfrage: Wer bist du? Wer bist du? Die zweite Frage: Bist du lecker? Essbarer Beutefisch, du bist lecker. Alles klar, super. Machen wir, aber wir machen uns jetzt erstmal wieder auf nach Hause, weil ich glaube, jetzt gerade haben wir auch erstmal ein die Nase voll. Man wird aber sehen, dass wir bei etwa 350 Metern in Richtung parallel Aurora, also parallel zur Aurora, da befindet sich ein Debrisfeld. Da werden wir uns jetzt ein wenig drauf vorbereiten und da gehen wir dann mal runter und plündern und looten alles, je nachdem, was es da zu plündern und zu looten gibt. Ein bisschen was haben wir ja schon gefunden. Und zu der blöden Tigerpflanze kommen wir dann auch noch irgendwann. Aber ich glaube, die Tigerpflanze, da habe ich, weiß nicht, ob ich da so einen Bock drauf habe. Aber vielleicht könnte man die auf Meeresboden anpflanzen. Irgendwo. In weiterer Entfernung zur späteren Basis oder zur späteren Heimat oder so. Um dann zu verhindern, dass irgendwelche Viechers auf die Heimatbasis zukommen. So als natürlichen, wie so Stacheldraht unter Wasser könnte man das vielleicht als Idee, oder? Ich meine, ich habe eine ganze Menge krummer Ideen, aber die gehört definitiv dazu, glaube ich, ne? So, was haben wir jetzt? Gekochter Bumerang. Was ist das denn jetzt? Gepökelte Nahrung. Gepökelter Blasenfisch. Zäh, wohlschmeckend, macht durstig, aber hält sich lange. Deine Tagesdosis Salz mit einer einzigen Portion macht durstig, aber hält sich lange. Machen wir das mal.
Wie lange hält denn der sich jetzt? Der hat gar keine Haltbarkeitsanzeige jetzt. Die anderen haben noch immer so eine Haltbarkeitsanzeige gehabt, ne? Oh nein, jetzt habe ich den falschen gekocht. Egal. Die anderen haben noch immer so eine Haltbarkeitsanzeige. Ja, die gammeln weg, weil die hier so ein... Und er gar nicht mehr. Okay, Pluspunkt. Die anderen beiden geben noch etwas Wasser. Er entzieht stattdessen Wasser. Ja, ich meine, habe ja genug von diesen Viechern um uns herum. Das ist ja eigentlich dann Reserve. Das heißt, den können wir uns für schlechte Zeiten mal aufheben, den gebökelten Spatenfisch. Und den Blasenfisch, da machen wir jetzt uns eine Kanne Wasser draus, ne? So. Hervorragend. Dankeschön. So. Ich glaube, das ist eine super Idee. Kann ich jetzt hier noch machen? Kann ich das? Wir haben so viel Quarz aufgesammelt. Das kann man eigentlich direkt mal verarbeiten. Das macht ja, glaube ich, nicht direkt Sinn, wenn man das nur immer als Quarz lässt, ne? Ich würde das sehr gerne zusammenfassen in Glasform so ein bisschen. Jetzt stellt sich die Frage, wenn ich die Tigerpflanzensamen einfach so in die Landschaft schmeiße, wächst dann automatisch eine neue Tigerpflanze daraus? Wenn ich die einfach so wegschmeiße? Nehmen wir uns mal dieses kleine Feld vor und schmeißen mal ein so Ding raus. So. Nee, da passiert gar nichts mit. So, wenn ich jetzt nach unten gucke, so. Er liegt da unten jetzt. Pflanzt er sich automatisch an, dass da jetzt so ein kleines Tigerpflanzending draus wird irgendwann. Ich weiß nicht, ob man so an Sachen anpflanzt. Keine Ahnung. Ausprobieren. Ich probiere das gerade alles einfach aus. So, warte mal, da habe ich, glaube ich, noch was vergessen, ne? Genau. Das ist dann doch schon... Wie von den Dingern habe ich jetzt mitgenommen? Säurepilz. Okay. Gut, aber ich möchte ja eigentlich auch... Eigentlich möchte ich die verbesserten... Warte mal, wo sind sie jetzt? Wo sind sie jetzt? Das kann ich nicht mehr wiederfinden. Wo sind sie denn jetzt? Die... Flasche mit hoher Tauchkapazität. Standflasche. Oh, die braucht direkt Glas und Titan und dann. Und Silbererz. Dann kann man die sich schon bauen. Oh. Das hatte ich jetzt gerade tatsächlich nicht auf dem Plan. Das heißt, man könnte. Habe ich noch ein Silbererz? Irgendwo rumzufliehen. Da jetzt gerade nicht. Aber wir brauchen mehr Titan. Mehr Titan, mehr Titan. Haben wir auch irgendwo durch Zufall ein Silbererz rumfliegen? Nee, das ist nur Quarz, 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 Quarz. Okay, das ist alles Quarz. Wupp, wupp, wupp. So. Nein. Wort ansehen. Ist hier noch Silber irgendwo? Hier ist kein Silber mehr. Ich glaube, wir haben kein Silber mehr. Oh, Nachricht abspielen. Okay. Später, später. Erstmal Wichtigeres tun. For those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. For millennia. Mhm. Okay. Ja, ich werde mich die nächsten Millennien wahrscheinlich nur von diesem komischen Fisch ernähren, deswegen. Ja, gut. Ist halt so. Aber das Problem ist, wir haben kein Dings mehr, ne? Kein Silber mehr. Okay. Kein Silber. Wie viel haben wir jetzt auf der... Oh, wir haben nur 35 Minuten in der Aufnahme. Es ist ja nicht zu fassen. Gut, pass auf. Den einen Samen werde ich mitnehmen, den anderen pflanzen wir jetzt noch ein irgendwo. Oder schmeißen ihn irgendwo hin, was weiß ich.
hier unten von mir aus. So, und dann, dann mache ich hier direkt mal die Folgenpause. So, schwapp. Ja, du bleibst da jetzt mal, keine Ahnung. Dann machen wir jetzt, genau, dann mache ich jetzt die Folgenpause. Ich werde mal versuchen, dass ich jetzt offscreen ein bisschen an das Silber komme noch, um hier so ein bisschen so durch die Gegend zu tauchen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, wenn ich jetzt offscreen so ein bisschen farmen gehe. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns dann hoffentlich die verbesserten Tauchflaschen machen und dann zu dem Wrack Unfallstelle da hinten irgendwo zurückzukehren. So, weil da bin ich ja scharf drauf, da jetzt mal hinzuschwimmen und dann mal so ein bisschen was abzuziehen. Und eigentlich möchte ich auch den Segelleiter machen. Oh Gott, ist das viel. Okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch einen absolut herrlichen Abend. Bleibt mir treu, empfehle mich weiter. Bitte nicht spoilern in den Kommentaren. Ich lese mir immer die Kommentare durch, aber bitte nicht spoilern oder zu viel verraten oder so, weil ich beherrsche zwar so ein bisschen die Basics und die Anfänge, aber den Großteil des Restes, keine Ahnung, wo das noch hinführt. Danke sehr, bis demnächst. Tschüss.